Kevin Klatt-Wimmer bei einem starken Gegner wie Eisenach in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut ins Spiel kommt, 4 Tore vorne hat. Was muss dann anders laufen, dass man sowas nach Hause bringt? Man muss seine Chancen, die man herausspielt, konsequenter verwerten und muss den Plan, den man vorm Spiel festgelegt hat, weiter einhalten. Ja, ganz, ganz besonders eben zu bemerken, eben, du hast es gerade in der Pressekonferenz gesagt, 8 leichtsinnig verworfene Fehlwürfe, Fehlpässe, dann 7-Meter-Quote hat Eisenach 100%, wir 50%, und dabei natürlich wesentlich weniger 7 Meter nochmal. Das ist natürlich viel, viel zu wenig. Woran liegt das? Konzentration, Kraftmangel oder woran? Also ich glaube nicht, dass es ein Kraftmangel ist, in der 20. Minute darüber zu sprechen, ob ich jetzt einen 7-Meter reinwerfe oder nicht. Das muss man halt sehen. Da haben wir heute leider zu viel von vergeben. Und trotzdem ist es so, du hast es ja angesprochen, das ist halt nur ein Faktor. Ne? Die technischen Fehler, 8 technische Fehler ist einfach für einen Zweitligisten in einer Halbzeit, wohlgemerkt in der zweiten Halbzeit, ist einfach zu viel. Und das darf uns auch hier, auch mit dem Druck der Halle und mit der Stimmung und so, darf uns das nicht passieren. Wir bringen uns selber um unsere Arbeit, also um den Lohn, und ja, das ist einfach schade heute. Ja, positiv zu bemerken, wir hatten natürlich alle Angst aufgrund der Verletzung, der Ausfälle. Patrick Kemp, haben wir erst gedacht, dass es was viel Schlimmeres noch gewesen ist. Aber es sind natürlich auch einige Leute, die ganze Woche nicht trainieren könnten. Deswegen trotzdem muss man, glaube ich, der Mannschaft trotzdem ein Kompliment machen, weil dass sie wirklich da zum Schluss auch immer noch mal versucht hat, ranzukommen. Also zwar Fehler gemacht hat, aber nicht aufgegeben hat. Ja, aber das ist auch das Mindeste, was man von einer Mannschaft erwarten kann. Ne? Wenn wir das jetzt noch loben, dann gehen wir da irgendwo zu weit. Ich finde, gerade die verletzten Spieler, die sich in Dienst der Mannschaft gestellt haben, haben ihren Job heute gut gemacht. Von anderen hätte ich mir mehr gewünscht. Dankeschön, Kevin. Gerne. Distelhäuser. Immer eine frische Idee.